Der spontane Partnerwechsel ist geglückt. Die ehemalige Bachelorette Sharon Battiste schwingt derzeit das Tanzbein bei Let's Dance. Eigentlich war sie mit Profitänzer Christian Polans angetreten. Doch der zog sich während des Trainings eine Verletzung. Deswegen sprang kurzfristig Alexandru Ionel für ihn ein, der eigentlich in der vergangenen Live-Show ausgeschieden war. Jetzt legten Sharon und Alexandru einen Contemporary aufs Parkett. Und der war emotional. In komplett weißen Outfits verzauberten Sharon und Alexandru das Publikum, und auch die Jury. Jorge González fand die Performance wirklich ganz toll und vergab 9 Punkte. Auch Mozi war begeistert. Es ist sehr schön, wie du deine Bewegungen formst. Trotzdem habe sie gemerkt, dass das Tanzpaar frisch zusammentrainiert. Dennoch gab sie Sharon 8 Punkte, die auch Joachim Jambi verteilte. Das ist ein Tanz, bei dem man sehr viel Vertrauen braucht, dafür hast du das sehr ordentlich gelöst. Gute Leistung. Möglicherweise bringt Sharon diese gute Leistung in der nächsten Woche auch wieder mit ihrem ursprünglichen Tanzpartner. Vor dem Auftritt der ehemaligen Bachelorette erklärte der verletzte Christian, er habe eine Schwellung am Fuß, die auf einen Nerv drückte. Deshalb hätten ihm die Ärzte geraten, Pause zu machen, damit sich nichts
We'll be right back.